searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so. Servus, grüß euch und herzlich willkommen auf der Swiss-Touch. So, heute nochmal Gülle fahren, ne? Wir haben halt unten die Felder gegrubelt bei den letzten zwei Folgen und jetzt brauchen wir natürlich wieder einen Dünger, ja. Und diesen Dünger werden wir mit Gülle ausbringen. Gülle haben wir jetzt relativ viel gehabt. Mist haben wir eigentlich auch noch relativ viel. Mist haben wir noch nie angegriffen. Oder ich habe sogar beim ersten Mal einen richtigen Knopf gehabt, der Wahnsinn. So, schauen wir mal. Alter, das schaut schon cool aus jetzt. Vielleicht haben sie da eine Texturverbesserung gemacht. Das kann sein. Schauen wir mal, fahren wir ein bisschen nochmal. Strobe müssen wir auch noch weggehen. Da tun wir jetzt ein bisschen Abstand halten. Nicht ganz zu befahren. So, jetzt haben wir da gerade aus und dann. Und mehr. Dass wir da ja nicht zu viel herumfahren. So, drehen wir gleich um. Das schaut jetzt gar nicht so schlecht. Also, der Trakt ist natürlich dreckig oder so. Also, ich glaube, da muss mit der Textur auch was da. Ja, wenn ich mal so zurückdenke auf die Wiesen und so und auf die Äcker, was ich da gespritzt habe, da habe ich nicht so eine gute Düngerqualität, also Dünger. Qualität, also Texturqualität gehabt. Naja, ist ja wurscht. Jetzt haben wir es und jetzt ist schön. Schaut, Roben sind schon wieder dabei, ein Wahnsinn. Da hat die wohl alles haben. Von Asphalt bis zur Gülle, bis zur Wiesen, bis zum Stroh. Das ist ein Wahnsinn. So. Und können wir gleich wieder umfahren. Es geht eh viel schnell hin. So, schreibt es mal wieder bitte in die Kommentare, wie euch das ein Zeitraffer gefallen hat. In der letzten Folge haben wir einen relativ großen Zeitraffer gemacht. Ja. Was ich dazu sagt, da würde ich bitte gern wissen. Einfach mal, wie die Qualität ist, wo sie ist. Der Falls, der Jolo hat es glaube ich schon mal drunter geschrieben, was seine Meinung ist. Es könnte ein bisschen schneller sein, weil er geraten ist. Aber wieder, hey, die Qualität wird dann auch beeinträchtigt. Das ist ja das. Und ich kann nicht verfehlt in einer Minute nachspielen, wo ich eigentlich eine halbe Stunde brauchen. Das ist halt dann auch ein bisschen zu schnell geschnitten. So. Außerdem kann ich mit meinen Magix nur maximal 4 mal schneller schneiden, weil ich sonst die Qualität zu stark verringert werden würde. Ist ja wurscht, ist was anderes. So, jetzt ist fast la wieder leer. Was tun wir jetzt? Gülle kaufen können wir keine. Ah ja. Ist so. Naja, Mist holen da, die würde ich ehrlich gesagt auch nicht, aber los wir das dabei so mal. Jetzt schauen wir mal, was die Händler fabrizieren eigentlich. Was ist da? Also Karton. Auch nur ein Karton, aber wir haben eh. Ja, das dauert halt einfach jetzt einmal. Bis dass die wirklich viel produzieren, Eier 19, ne? Schreibt mir vielleicht in die Kommentare, ob die 4 Hähne überhaupt ausreichen. Das ist die Frage. So, da muss ich jetzt noch scheren mit dem, ne? Die Pferde striegeln, damit wir da Prozente beibehalten. Weil aber wenn sie gestriegelt sind, dann behalten wir die Prozente nicht. So. Na geh hey. Was packt denn da schon wieder? Mit dem hier passen müssen. So. Aber müssen wir mal wieder. Da steht der Drescher für den Weizen, für den Raps müssen wir noch dreschen.
Gülle, falls das stimmen wieder. Wohin ist die Frage? So. Hoppala. Wie viel Milch haben wir denn? Das ist auch wieder so eine Frage. Wie viel Milch? Na, bei 2500 brauchen wir noch nicht nachdenken zum Milch finden, so hätte ich auf der Zunge, aber kann nicht sagen. So. Bist du mal jetzt? Die Tiere sind eigentlich zum Großteil versorgt. Genau, dann mal striegeln und dann werden wir mit die Tiere selber machen. So. So, da lade ich auch noch einen Zahn. Schicht mir nichts, aber ist ja wurscht. Der hat gar nichts. 75 ist ja schon schön, ha? So, was haben wir da? Kühe, Sauberkeit, genau. Schafe anballen und Kühe einheuballen. So. So, jetzt haben wir mal mit der Scheine gefahren. Jetzt haben wir aber ein Problem. Gewicht brauchen wir jetzt so keines, wenn wir nur einen Ball nehmen. So, da hin. Ah, hoppala. Was wir uns dabei doch schon einmal so die Bäume einschlichten. Hoppala. So. Schon ja aus wie groß bin ich, ist ja wurscht. Gut, dann müssen wir es nochmal drehen, aber das ist ja nicht das Problem. Da ist ja ein Heuball. Ah ja, wir haben jetzt eine neue Ballentextur. Die habe ich privat reingegeben. Schauen wir. Ist doch schön. So, schauen wir mal. Schafe. Sogar nicht ganz viel, aber das passt schon so. Kühe, auch ein Heuballen, Silage haben wir. Eigentlich könnte man ja einen Silageballen reingeben, aber brauchen wir nicht. Also Silage generell mit der Schafe. So mit der Höhen in der Halle habe ich kein Problem, aber wir haben da. So, oben wieder. So, den Ballen kann man ganz leicht nehmen, so, da haben wir gar kein Problem.
wo wir mit der Kugel da oben fuhren. Rundbäume im Winkel, so fahren wir jetzt in Steine, dass wir da keine Probleme haben. So. Das schaut schon geil aus, gell? So. Dann müssen wir da auch gleichzeitig einmal weiter vorgelassen mal. Hoppala, warum nicht? So. Jetzt brauchen wir die Schaufel. Wo ist diese wieder? Das ist die Frage. Da ist sie. Ja, schauen wir mal. Schau, wo gehen wir die Kurve wieder hin? Kurve, wenn wir da links hingehen. Ha? Schauen wir, dass wir nichts zusammenführen da. Genau, das Gewicht war das erste, was wir zusammengeführt hätten. Da schauen wir eigentlich weniger Probleme als mit was anderem. Das ist ja auch traurig. Aber ja. Also, oh, ich muss selber rein. Bitte schön vor, soll ich reinfahren. Nein, ich bin ein Vogel. So, Retour wieder und dann wieder Fähre. Zu oben. Geht es nicht, gell? Die schaut in der Kabine so aus, es dauert die Schaufel schon früh genug, aber nein, ist wieder nicht so, sondern mehr. So, nein, wieder 300 Euro. So, Kühe, Sauberkeit, steigt natürlich jetzt wieder. Das passt eh alles. Strohwasser. Sind wir gut dabei eigentlich. Bis auf die Mischration, aber die könnte man eigentlich auch machen, aber da müssen wir wieder was kaufen. Und dann. Wir machen natürliches Ding, ohne Kraftfutter. Obwohl wir eigentlich so alles hätten, aber ja. So. Wenn man den Traktor mal kurz da steht, dann tun wir die Amber-Kombi da weg. So, der labert so. Jetzt schauen wir, wenn wir es da reinstellen. Hä? Lol, jetzt geht's. Okay. Warum geht das da nicht an? Das geht! Warum geht das nicht? Jetzt geht's so! Haben wir Takt auf eine Tür. Schauen wir mal so! Ein Drescher brauchen wir jetzt eh nicht drin schon los und dann geht sich das schon aus. Dann nehmen wir da einen Kipper. Dann waren mit der Folge auch schon wieder fertig. So angekuppelt und rausgefahren.
Wenn wir jetzt wieder eine Silage laden, hätten wir eine Fuhr, zwei Fuhren. Dann hat sich das auch wieder gut erledigt. So, wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder auf das Wizard. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch, Servus.